Hallo zusammen, ich bin der Markus Reis. Herzlich willkommen an der Mosel in meinem kleinen Familienbetrieb, der Zeltinger Hof. Ich habe was für euch vorbereitet, kommt mal mit rein. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier in meiner Küche, in der Hotelküche. Jetzt möchte ich euch gleich ein tolles Gericht zeigen. Ja, ich bin leidenschaftlicher Koch, habe auch Koch gelernt, 1985 bis 88 im Schwarzen Adler in Oberbergen, damals 2 Michelin-Sterne. Und anschließend kam ich dann nach München ins Hotel Königshof, war dort lange Zeit als Chef de Partie tätig auf verschiedenen Posten. Und das hat mir dann immer noch nicht gereicht. Ich wollte mich noch weiterbilden, bin dann nach Heidelberg gegangen zur Hotelfachschule und habe die Ausbildung als Hotelbetriebswirt gemacht. Und last but not least, 2014 noch eine kleine Ausbildung als Sommelier IHK. Ja, das sind so ein bisschen meine Geschichte, meine Leidenschaft. Liegt im Wein und natürlich hier in der Küche. Und ich habe für euch ein tolles Gericht heute mitgebracht, nämlich wir kochen den Zander. Es ist jetzt kein Moselzander, wir haben keinen bekommen, weil es ist schon sehr schwierig aus Mering. Mering ist ein Fischlieferant von uns, der Manfred Schmidt, und der hat mich heute Morgen angerufen. Markus, tut mir leid, ich habe keinen. Ist okay, er bringt mir also auch Zander, Hechte etc. Aber es gab heute nichts. Nichtsdestotrotz, wir haben einen Zander bekommen. Aus Schweden ist er jetzt, in Schweden ist er gefangen worden. Und den bereiten wir jetzt gleich zu, so ein bisschen wie das früher war mit der alten Küche. Und zwar kochen wir heute ein Kräbis. Und als Pfiff mache ich so ein bisschen Kürbis dazu und kleines Gemüse, eine leckere Soße. Ich zeige euch den Soßenansatz. Und jetzt geht es auch gleich los mit dem Filetieren vom Zander. So, jetzt geht es weiter mit unserem Fisch. Schaut euch das mal an. Der sieht ja auch klasse aus. Super frisch. Ja. Man riecht natürlich auch immer am Fisch und schaut dann hier rein. Die Kiemen haben wir jetzt schon rausgenommen. Daran erkennt man auch immer eine tolle Produktqualität, wenn die Kiemen feuerrot sind. Hier haben wir sie schon raus, aber man sieht hier an dieser Struktur, dass sie wirklich sehr, sehr frisch sind. Und man geht auch mal hier ins Innere rein, riecht einmal drin. Und wenn du nichts riechst, dann ist das eine Top-Qualität. Dann hast du einen tollen Fang gemacht mit deinem Zander. Der Zander an sich ist ja ein typischer Moselfisch, genauso wie der Barsch, der Hecht, also unsere ganzen Süßwasserfische. Früher gab es in jedem Ort mehrere Fische, so dass man da natürlich auch von gelebt hat, von den Moselfischen. Und heute gibt es nur noch einen Moselfischer, einen oder zwei, die es noch ein bisschen freizeitmäßig machen. Ja, das ist eigentlich auch so, die Mosel ist ja natürlich sehr sauber geworden als Fluss. Und der Fisch bevorzugt ja eigentlich doch etwas mehr das Gewässer, wo dann im Prinzip mehr Nährstoffe für ihn sind. Und dadurch haben wir auch kein so großes Fischaufkommen mehr, wie das früher war. Natürlich gehören auch der Bau der Staustufen dazu, die das Wandern verhindert haben, sodass man hier wirklich weniger Fisch hat, wie das früher war. Die Fischer sind dann nach und nach ausgestorben, der Beruf an sich. Ist irgendwie schade, ist so ein bisschen Tradition auch gewesen. Ich meine auch, wie wir Pens früher gefischt haben unten an der Mosel. Es war einfach schön. Wer wird denn heute von den jungen Leuten noch an die Mosel gehen und wird da einen Fisch fangen? Wird doch keiner machen. Die sitzen doch lieber an ihren PCs und gucken, was sie da alles unternehmen können. Schade drum, aber das war eine schöne Zeit, wenn man dann sowas mal gefangen hat. So ein Fisch hier, da warst du der King, da warst du der Größte. Ein Zander an der Angel oder eine Forelle. Also ich habe als einer der Einzigen meine Forelle gefangen in der Mosel. Also da kann ich mich noch genau dran erinnern, da kam ich hier nach Hause, ich war der King mit dieser Forelle. So, ihr seht hier ein wunderschönes weißes Fleisch. Guck mal hier, toll sieht das aus. Das lassen wir dran, das braten wir mit. Die Haut ist immer sehr, sehr lecker, wenn sie schön knusprig ausgebacken ist. So, wir schneiden dann hier so ein bisschen die Kräten weg. Die können wir aber nachher wunderbar verwenden für unseren Fischfond. Ein Fischfond für Sie zu Hause, für euch zu Hause. Fischfond bedeutet, wir kochen
einen Sud aus unseren Resten, die wir hier haben. Ich hole schon mal ein Töpfchen. Da machen wir das jetzt rein. Den Kopf auch dazu. Das tun wir gleich mal ganz kurz noch wässern. So, jetzt haben wir hier unser schönes Filet. Und das können wir gleich portionieren. Die Schuppen auf der anderen Seite, die werden mit ausgebacken. So, ein bisschen schwieriger gestaltet sich die zweite Seite vom Filetieren her. Das machen heute die wenigsten noch Fisch filetieren, weil viele kaufen das auch fertig filetiert, die Köche. Aber wer einen guten Fond haben möchte, der braucht natürlich auch eine Karkasse, sagen wir dazu. Das ist im Prinzip die Fischgräte. Nämlich damit stellen wir ja unsere Soße her. Weil ohne Knochen kannst du keine Soße machen. So, das packen wir schön in den Topf. Hier tun wir noch mal ein bisschen parieren, nennt sich das, wenn wir das so ein bisschen wegschneiden hier. Und fertig ist unser Zander. Jetzt haben wir eigentlich nur noch hier, in dem Bereich haben wir kleine Kräten. Das Problem ist immer, dass die sehr fest sind, wenn die Fische frisch sind. Und man bekommt das fast gar nicht raus. Beim Lachs geht das hier, seht ihr, beim Lachs geht das ein bisschen einfacher. Man nimmt sich da eine kleine Zange für, dann kann man das schön raus, dann kann man das rausziehen. Aber hier, ihr seht schon, der ist so frisch, der lässt die Kräten eigentlich nicht unbedingt gerne los. Jetzt kann man natürlich je nach Belieben auch die Portionsgröße gestalten. Das kommt jetzt auf euch an. Wie groß möchtet ihr? Möchtet ihr das als Vorspeise? Möchtet ihr das als Zwischengericht? Oder wird es in einem Menü serviert? Wir gehen jetzt mal hin und machen eine schöne Portion, sagt man bei uns an der Mosel. So. Da haben wir jetzt unsere beiden Filetstückchen. Fisch immer auf Eis lagern, frischen Fisch oder gut gekühlt zu Hause. Das ist ganz wichtig. Fisch hat einen hohen Eiweißgehalt und somit geht er natürlich auch schnell kaputt und fängt an zu riechen. Und wenn der Fisch riecht, dann schmeckt er nicht mehr, dann ist auch nicht mehr gut. Deswegen in einem Fischrestaurant, wo es nach Fisch riecht, dann bleibt er lieber draußen und geht nebendran beim Steak. Und jetzt geht es natürlich weiter mit unserem Fischfond, denn zu einem guten Fischfond gehört auch ein tolles Mirepoix dazu, also ein Gemüse, was wir jetzt vorbereiten. Wir schälen hier schon mal eine Zwiebel. Dann kommt Lauch dazu, Sellerie und Möhren. Eigentlich so ein typisches Gemüse, was man fast für jede Soße nimmt, um da gewisse Süße auch vom Gemüse selbst durch die Stärke und auch den Gemüsegeschmack mit reinbekommt. Messer müssen scharf sein, sonst taucht dort alles nichts. So. Schneiden wir die uns mal so in kleine Würfelchen. Zack, in den Topf. Dann haben wir uns hier schon mal so ein klein bisschen was vorbereitet noch. Lauch, geschnittenen Lauch, gewaschen alles vorher. Sellerie und Möhren. Das geben wir jetzt dazu als Einlage in den Fischfond. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich eine Flüssigkeit. Dann nehmen wir Wasser. Und wir nehmen dann immer noch einen guten Wein dazu. Toll ist natürlich, einen Riesling zu nehmen. Gerade beim Fischfond nimmt man frischen Riesling. Wir haben jetzt hier Reisling draufstehen. Warum das so ist, das seht ihr ja. Das ist der Reisling. Gelber Reisling heißt trocken. Roter Reisling halbtrocken. Und grüner Reisling halbtrocken. Und roter Reisling ist lieblich. So, dann kommt noch ein Schlückchen Wasser oben drauf. So, wir bedecken den Fisch, also nicht so viel Wasser, damit wir auch einen optimalen guten Fond bekommen. Also gerade bedeckt. Dann nehmen wir einen Schuss Wermut dazu, 0 Libra.
Das war's. Und etwas Pernod. Also ein Anis-Schnaps. Wer keinen zur Hand hat, kann auch einen Uso nehmen zu Hause. Kleinen Schuss dazu. Es gibt so eine besondere Würze, ein tolles Aroma, was ich sehr gerne in der Fischsoße habe. Machen wir Nelke dazu. Lorbeerblatt. Zwei Lorbeerblätter, bisschen Wacholder. Dann haben wir Pfefferkörner. Ist auch klassisch. Bisschen zerstoßenen Pfeffer. Das gleiche Prinzip könnt ihr zu Hause auch machen, wenn ihr jetzt einen Geflügelfond kocht. Nehmt da euer Hähnchenkarkasse, also euer Hähnchenknochen. Könnt ihr es ganz genauso machen. Dann lasst ihr im Prinzip nur den Nolibra und den Anis-Schnaps raus. Den Pernod. Und macht dafür einen Schuss mehr Weißwein dazu. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Könnt ihr da einen schönen Sud mitkochen, wonach ihr nachher die Soße auch zubereiten könnt. Ich mache noch einen Schuss mehr Wein rein. Ja, einfach immer wieder Riesling, lecker. Also es kann fast nie genug Riesling drin sein in so einer Soße. Nachher schmecken wir das nochmal ab. Wenn wir mit Sahne arbeiten und das einreduziert haben und merken dann, die Säure fehlt uns noch ein bisschen. Apropos Säure, Zitrone kommt noch dazu. Zitrone, dann haben wir hier auch noch so ein klein bisschen Kräuter. Schön frische Zitrone reingepresst. Einmal Petersilie, kann man die Stängel nehmen als Kräuter. Dann haben wir hier ein bisschen Dill, auch davon die Stängel können wir auch noch mal verwenden. Auch wenn ihr dann zu Hause ein bisschen Kräuterreste habt oder sowas, alles einfach rein in den Topf. Und dann geht's los. So, wir können das auch hier nebenbei kochen. Hauptsache es steht kein Metall auf der Platte. Wenn wir das jetzt, haben wir es angemacht. Das geht relativ schnell mit der Induktionshitze. So, dann kommen wir zum zweiten wichtigen Teil, den wir jetzt aufstellen müssen. Nämlich wir kochen jetzt unseren Kräves. Der Kräves ist ein moseltypisches Gericht, das aus Sauerkraut, aus Zwiebelchen, aus Kartoffeln besteht. Dann macht man je nachdem noch einen Schuss Weißwein dazu. Wer eine nimmt Milch, um das abzuschmecken. Muskatnuss, Lorbeer, Wacholderbeere, Sauerkraut oder wir sagen ein Weinkraut dazu. Und dieses Gericht, dieser Kräves, wenn das dann alles nachher zusammengemischt ist in einem Topf, dann hat man das so, wie das früher mal war, nämlich man hat diesen Kräves mit in den Weinberg genommen. Und im Weinberg selbst konnte man dann mittags aus Tüchern und mit Zeitung umwickelt einen Topf rausnehmen und hat dann entsprechend ein wunderschönes Produkt gehabt, was durchgezogen ist, ein wunderschönes Essen, Stampes, Tertisch, gibt so viele Namen dafür, die hier an der Mosel verwendet werden, wo man dann auch ein Fleisch dazu machen. Man hat hier in Zeltingen gerne Kassler dazu gemacht oder in Rachtisch gibt es einen Gulasch dazu, hier in unserer Nachbargemeinde. Also jede Gemeinde macht das irgendwie für sich. Ein Rauchfleisch passt gut dazu. Und eigentlich ist es so ein Gericht für im Winter, für im Herbst, für im Winter, wenn du in der Straußwirtschaft sitzt, wenn du im Wingert sitzt und bist dann irgendwie so ein bisschen müd geschafft und dann willst du ein Stück Fleisch und hast dann diesen Kräves. Das ist toll. Wir haben den natürlich jetzt hergenommen und machen das auch mal mit Fisch. Und da kommt für uns noch eine kleine Verfeinerung dazu. Ich nehme nämlich noch einen Kürbis mit dabei. Das ist jetzt ein Hokkaido, der kommt aus Erden von der Frau Krieshopp. Die macht also sehr viele von diesen wunderschönen Kürbissen. Und wir kochen da verschiedene Sachen, also Kürbissuppe und eine Kürbischutney. Und hier tun wir diesen Kräves so ein bisschen verfeinern mit Kürbis. Wer möchte, der nimmt das Fruchtmark hier raus und kann dann zu Hause nochmal so ein bisschen Kürbis bei sich im Garten aussehen. Das kommt dann irgendwann mal, kommen die kleinen Kürbisse. So, auch hier schneiden wir in kleine Würfel.
So, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zwiebelchen dazu. Dann schwitzen wir den Kürbis ein bisschen an. Manchmal stolpert man ja auch einfach mal über ein Rezept, gerade was dieser Kürbiskrebs betrifft. Ganz einfache, lustige Geschichte. Wir kochen ja auch immer eine Kürbissuppe und die Kürbissuppe wird zum Schluss durch Sieb passiert, damit sie schön fein ist. Und übrig bleibt dann auch Kürbis im Prinzip, aber der passt nicht mehr durch Sieb. Was macht man damit? Man könnte jetzt hingehen und Mixer reinhalten und Püree kochen und irgendwann war ich so im Stress und hatte keine Zeit für genügend Kürbis zu kochen für eine Veranstaltung. Hatte nur noch ein bisschen da. Es waren 20 Personen bestellt. Wir hatten aber nur für 10 Personen Kürbis. Jetzt wusste ich aber, hinten war der Koch, war dann die Suppe am passieren. Da bin ich einfach hingegangen und habe diese Kürbisgeschichte, also dieses Kürbismus, habe das dann dazu gemischt und es hat super geschmeckt. Seitdem gibt es den Kürbiskürbis. Ganz witzige Sache. So, wir schwitzen jetzt so ein klein bisschen die Zwiebelchen an. Dazu nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen Olivenöl. Also ein gutes Olivenöl, da müsst ihr immer so ein bisschen drauf achten, was er da nehmt. Dass er nicht den billigsten Kram nimmt. Also muss schon ein bisschen was Gutes sein. Dann machen wir ein bisschen Butter dazu. Flüssige. So, und jetzt geben wir mal kurz Gas. Es geht schnell. Vorsicht. So, das lassen wir ganz kurz ein bisschen anziehen. Den Fisch stellen wir derweil mal kalt. Bisschen Muskatnuss dazu. Kürbis. Wir nennen das Glasieren. Und wer glasiert, der löscht auch ab. Dann nehmen wir jetzt eine Vollmilch dazu, frische Vollmilch. Auch hier mal so ganz witzig für unsere Zuschauer. Wir versuchen immer ein bisschen regional zu arbeiten. Hier ist ein Produkt mit dem Eifelzeichen drauf. Also ich finde das immer schön, wenn man irgendwo in der Region was kaufen kann. Das macht Spaß. So, ihr seht schon, das geht hier richtig ab. Wir haben die Stufe 10. 10 bedeutet Turbo. Und wir gehen jetzt ein klein bisschen runter und lassen das dann langsam köcheln. Langsam einköcheln. Genau. So, als nächstes. Wichtig, die Kartoffel. Vom regionalen Bauern nehmt ihr euch eine Kartoffel, schält die und kocht die Kartoffel ganz normal. Wie ihr zu Hause eine Salzkartoffel macht. So, bei uns sind die schon mal ein bisschen vorgeschält. Wir haben eine Kartoffelschälmaschine. Bei den Mengen, die wir hier im Zeltinger Hof brauchen, geht das gar nicht anders. Da können wir das nicht anders produzieren. Aber für mich ist es trotzdem immer wichtig, dass es eine frische Kartoffel ist. Wenn wir eine Vakuumkartoffel kaufen, die riecht ganz anders, als wenn ich jetzt hier eine frisch kochende als Salzkartoffel. Die Vakuum gibt es natürlich auch für die Gastronomie, sehr einfach zu handeln, die sind fertig gekocht, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr einen Spargel esst, einen frischen Spargel und dazu eine leckere Beilage, einen Schinken und dann gibt es eine Salzkartoffel dazu mit aufgeschlagener frischer Butterhollandaise und dann macht ihr so eine Kartoffel aus der Tüte, aus der Packung oder was weiß ich woher, aus dem Glas gibt es ja die kleinen runden Kartoffelchen, die sehen schön aus, aber das ist auch alles. Aber das schmeckt nicht, weil die Konservierungsstoffe, die hier verarbeitet werden, die wirken sich natürlich auch auf den Geschmack der Kartoffel aus. Und das beeinträchtigt im Nachhinein auf jeden Fall die Qualität des Produktes. Unsere Mütter haben das auch so gemacht. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen auch alles zu vereinfachen, aber es gibt einfach Sachen, die sollte man so kochen, wie sie früher gemacht wurden. Nämlich, es schmeckt einfach besser. Und darum geht es doch beim Kochen. Liebe geht durch den Magen. Und wer ein gutes Essen hat,
Der kann auch nachher gut lieben. Okay, jetzt haben wir unsere Kartoffelchen haben wir geschält. Sieht ja schön aus, gell? Lieb. Die würden wir am liebsten auch jetzt gerade so gerne zum Fisch essen. Klar, weil sie auch sehr schöne kleine Kartoffelchen sind. Ja, Kartoffelchen sagen wir jetzt dazu. Eigentlich sind die Krumpieren bei uns an der Mosel. Krumpiere. Aber ich meine, das kennt man ja in Deutschland. Jeder hat da so ein bisschen seinen anderen Namen. Also bei uns sind die Krumpern. So, wie kocht man Kartoffeln? Ganz klar, Wasser, Salz rein, fertig. Jetzt rutschen wir hier ein bisschen hoch. Wir sind ja auch ein bisschen Energiesparer. Wir wollen ja auch gucken, dass wir die Energie von so einem Feld da auch richtig ausnutzen können. Bisschen Salz dazu. So, jetzt könnte man ein Deckelchen drauf machen. Dann wird es ein bisschen schneller kochen, auch von der Energie her. Deckel haben wir jetzt keinen. Machen wir sowas, geht auch. Okay, unser Fischfond köchelt jetzt langsam. Hier haben wir unseren Kürbis, unseren Hokkaido. Der braucht wirklich nicht lange und ihr dürft ihn auch nicht zu lange kochen. Sonst geht uns der Geschmack flöten. Wie gesagt, so 15, 20 Minuten schätze ich jetzt einfach mal. Ich würze den jetzt noch mal ein bisschen nach, weil wir haben ja nur ein bisschen Muskatnuss dran. Also noch ein bisschen Salz, Pfeffer. So, und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen langsam köcheln. In der Zeit können wir uns mal ums Sauerkraut kümmern. Da haben wir es. So kennt ihr das, einige kennen das noch von der Mutter früher, so war das gemacht. Ja, was ist Sauerkraut? Sauerkraut ist nichts anderes wie Kappes. Kappes, kennt ihr? Kappes Gemüse, alles Kappes. Zeltingrachtisch heißen viele Leute Kappes und Eses. Aber gerade dieser Kappes, warum hat man dieses Gemüse früher viel verwendet? Warum wurde Sauerkraut gemacht? Sauerkraut hat ein, also jetzt der Kappes, hat einen hohen Anteil an Vitamin C. Und früher auf den Schiffen hat man auch eingekochtes Sauerkraut mitgenommen, weil das gegen Skorbut war. Und gerade dieser Vitamin C-Mangel bei frischem Gemüse, das hat gefehlt. Und man hat das früher auf den Schiffen damit ersetzt. Und hier an der Mosel, was gab es hier an der Mosel? Kartoffeln, es gab Kappes, es gab Gemüse, es gab Rotkohl. Und dementsprechend hat man sich mit diesen Sachen durch den Winter versorgt. Man hat Fleisch eingekocht, wenn ein Schwein geschlachtet wurde, da kamen die Nachbarn, dann hat man den Sud genommen und hat aus dem Kochfleisch, wo die Blutwurst und die Leberwurst gemacht war, da hat man Fleisch drin eingekocht in Einweggläsern, solche, die alten noch, kennt ihr ja alle. Und genauso hat man das Sauerkraut eingemacht, auch in Fässern. Und ganz einfach, es wird geschnitten. Der Kappes wird geschnitten, er wird gesalzen und dadurch entsteht ein Sud, er entzieht das Wasser dem Kappes und man knetet das dann noch so ein bisschen durch. Und hier entsteht, wenn man das Ganze dann auffüllt, in ein Glas legt, mit dem Sud auffüllt, Lorbeer, Nelke und einen Wein dran macht, dann entsteht hier eine, durch die Milchsäurebakterien entsteht hier das Sauerkraut im Prinzip, was das Ganze auch haltbar macht. Weil da hat man ja früher auch viel drüber nachgedacht, wie bekomme ich was haltbar gemacht. Also nicht nur mit Abkochen, sondern auch durch so eine Fermentation, würde man das im Fachbereich nennen. Ja, Sauerkraut, also es war gesund. Dann kommt unsere Kartoffel nachher dazu. Und wir haben das jetzt hier schon mal eingelegt und wollen das jetzt mal anbraten. Da wir ja auch wieder hier ein bisschen Platz haben, das können wir auf der Seite ziehen lassen. Okay, es geht weiter mit unserem Sauerkraut. Da machen wir auch so ein bisschen Zwiebelchen dazu. Die schwitzen wir dann nochmal an. Goldgelb. Ja, unser Fischfond fängt derweil schon an, so leicht zu köcheln.
Unsere Kartoffeln brauchen noch einen Moment. Und jetzt haben wir hier das Sauerkraut, also goldgelb angeschwitzt, die Zwiebelchen. Der Fischfond sollte nicht mehr, wenn er jetzt fängt an zu kochen, und er sollte nicht mehr wie 20 Minuten langsam köcheln. Langsam köcheln, sagen die dazu. So, jetzt haben wir hier unsere Zwiebelchen, goldgelb angeschwitzt in Butter. Jetzt geben wir unser Kraut dazu. Ihr seht schon, hier ist unser Lorbeer. Wacholderbeeren dazu. Und dann kommt wieder der gute Schuss Riesling dabei. Das sieht nicht nur schön aus, unser Sauerkraut, sondern ist auch sehr gesund für euch. Ist auch sehr gesund für euch Zuschauer zu Hause. Ihr braucht also keine Tabletten zu essen, Vitamintabletten, denn hier ist genügend Vitamin C drin. Das reicht auf jeden Fall mit unserem frischen Gemüse auch für den Ausgleich des Haushaltes. So. Jetzt kochen wir das. Jetzt tun wir da noch ein bisschen gute Brühe dazu. Die haben wir hier schon mal vorbereitet im großen Kessel. Da habe ich ein bisschen was da im Moment. Wir kochen das alles immer aus, wirklich schön aus den Knochen. Und es gibt nichts Besseres wie einfach eine gute Brühe, die das Ganze dann, ihr seht schon hier goldgelb, da wurden natürlich auch ein bisschen Zwiebeln mit angebräunt. Machen wir den Rest gerade in den Fischfond, das passt auch gut. So, und jetzt wollen wir, dass das langsam köchelt. Und bei den Kartoffeln, da wollen wir, dass es schnell kocht. Das heißt, wir stellen jetzt mal schnell die Kartoffel auf eine Turboplatte und lassen die mal einmal aufkochen. Und in der Zeit lassen wir hier unsere drei Sachen langsam parallel voneinander köcheln. So, dann haben wir jetzt schon mal alles so ein bisschen vorbereitet. Jetzt können wir uns auch so ein ganz klein bisschen mal an die Feinheiten rangeben. Denn wir wollen ja auch so, dass der Teller auch so ein bisschen schön aussieht. Wir wollen jetzt keine Punkte und Striche auf dem Teller, das wollen wir nicht. Es soll schon bodenständig sein, aber Spaß machen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, ja Herr Reis, wie lange muss denn sowas kochen eigentlich? Wie lange braucht das alles? Wisst ihr, ich habe fast keine Rezepte und ich mache alles aus dem Gefühl. Und wenn ich wissen will, wie lange muss so ein Kürbis kochen, dann gehe ich da mal rein und dann piekse ich mal rein. Und wenn ich merke, aha, der ist schön weich, dann ist er im Prinzip fertig. Ist ganz einfach genauso. Ja, das kennt ihr ja zu Hause mit den Kartoffeln. Das wisst ihr ja, wie das zu Hause funktioniert. Das lassen wir jetzt alles mal so ein bisschen köcheln. Ich glaube, unsere Herdplatte ist dann doch ein bisschen zu klein geworden. Wir nehmen dann mal den Fischfond auf Seite und lassen den hier ziehen auf der Herdplatte. Dann haben wir auch ein bisschen bessere Übersicht, was wir hier noch rutscheln. Sauerkraut, klar, ist sauer, aber ein bisschen Zucker müssen wir dran machen. Sonst haben wir nachher zu viel Säure. Zucker, dann der Fischfond, der braucht auch noch Salz, Pfeffer, bisschen Muskatnuss dazu und kann dann leise vor sich hin köcheln, leise sagen wir. Gut, jetzt wollen wir mal gerade, dass die Kartoffeln mal schneller ins Kochen kommen. Aber nicht, dass die anderen Sachen anbrennen. So, jetzt kocht's. Jetzt können wir auf Seite ziehen, Herd kleiner stellen und die anderen Sachen wieder mit köcheln lassen. So, wir kommen zu ein paar kleineren anderen Aufgaben noch, die ich zwischendurch machen möchte. Jetzt habe ich euch hier zwei Knollen mitgebracht. Schaut euch die mal an. Wer weiß, was es ist. Das eine sieht aus wie eine Kartoffel, das andere auch wie so eine Art Rübchenart. Seht ihr? Ja, genau das ist es auch. Wir haben einerseits haben wir hier eine Süßkartoffel. Wird im Moment nur in Mecklenburg-Vorpommern versuchsmäßig angebaut. Ich finde aber einfach das Produkt sehr, sehr schön und hoffe, dass das vielleicht noch mehr in Deutschland kommt, weil damit kann man tolle Sachen machen. Als zweites hier eine heimische
rote Beete, ganz einfache rote Beete, die ihr zu Hause auch im Ganzen kochen könnt und dann schälen und dann macht ihr einen Salat davon. Dafür ist die rote Beete sehr geeignet. Und wir machen aber heute noch was ganz anderes. Wir schälen die beiden Früchte. Die Süßkartoffel bekommt man auch gerne so ein bisschen in fernen Ländern zu probieren, gerade in Asien. Sehr beliebt ist sie aber auch in den USA. Man macht da viele Produkte draus, zum Beispiel auch unter anderem Wedges und solche Sachen, die man jetzt, die jungen Leute kennen das eher noch wie die ältere Generation. Aber es ist ein schönes Produkt, was dem Ganzen vielleicht noch einen Pfiff gibt. Als nächstes nehmen wir daher auch meine Handschuhe. Die rote Beete, schälen die. Und jetzt zeige ich euch gleich eins meiner heißesten Geräte, wo wir die drauf aufschneiden. Da verlassen wir gleich noch mal kurz die Küche. Und gehen dann zu unseren alten Metzgereimaschinen. Wollt ihr mal mitkommen? Komm, wir gehen mal rüber, dann zeige ich es euch. So, damit wir das auch wirklich schön hauchdünn hinbekommen, nehme ich hier eine von unseren alten Aufschnittmaschinen. Das ist eine Berke Nummer 9, nennt die sich. Die kommt aus den 30er Jahren. Die Firma Berkel an sich ist nicht, wie man denkt, eine deutsche Firma, weil man diese Geräte oft in Deutschland gesehen hat früher. Warum hat man sie gesehen? Wenn ihr mal gerade guckt, guckt man hier hinten. Da ist zum Beispiel so eine alte Waage. Die ist von unserer alten Metzgerei. Oder hier hinten ist eine alte Waage. Auch hier, das waren so diese Berke-Geschichten. Und hier dann die Aufschnittmaschinen. Wo wir jetzt stehen, ist eigentlich eine alte Metzgerei gewesen früher. So, so einfach geht das. Erfunden wurden diese Aufschnittmaschinen Ende des 19. Jahrhunderts. Und guck mal hier, hauchdünn. Guckt euch das mal an. Kannst du die Zeitung durchlesen? Süßkartoffel. Schmeckt auch sehr gut. So, wir machen ruhig ein paar mehr. Denn wie es so ist in der Küche, wenn solche Sachen gemacht werden, dann sind die Köche immer ganz verrückt darauf, dass es sowas gibt. Chips, schön knusprige Chips. So, dann haben wir unsere rote Beete eingespannt, fixiert, nach vorne drehen und los geht's. Immer im rohen Zustand. Damit auch das Ganze nachher knusprig und einen Biss hat. Nicht zu dünn schneiden. So, auch hier sieht man jetzt sehr schön die Struktur der roten Beete. So, nachdem wir jetzt hier unsere rote Beete vorbereitet haben, unsere Süßkartoffel, schauen wir nochmal auf den Herd, bevor uns hier was anbrennt. Nämlich hier ist es schon fast soweit, seht ihr, gerade mal kurz nicht aufgepasst. Aber ich denke, es ist jetzt der Fond, die Milch ist einreduziert und der Kürbis wird jetzt so langsam. Ich mache noch ein klein bisschen Fond dazu, von unserem großen Fond hier. So, jetzt lassen wir das nochmal einmal aufkochen mit dem Fond und stellen es beiseite. Unser Sauerkraut ist auch bald fertig. So, jetzt wollen wir noch so ein klein bisschen was für drumherum, brauchen wir noch. Ich glaube, eine Stange reicht uns. Bisschen Frühlingszwiebeln. Waschen.
Hier reduziert jetzt auch schon langsam alles ein. Dann brauchen wir noch mal. So, Sauerkraut haben wir dann fertig. Jetzt machen wir noch die Lauchzwiebel dazu. Sowas, wenn es geht, immer auf dem Regionalmarkt Gemüse einkaufen. Ich finde das immer sehr schön, wenn man da die Möglichkeit hat, bei euch in der Nähe, in der Stadt, wo wöchentlich ein Markt ist, geht dahin, kauft das Gemüse beim kleinen Bauern ein. Der ist froh, wenn er ein paar Euro dafür bekommt. Für das, was er zu Hause anbaut, und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr was Gutes habt. Und dass das nicht hochgezüchtet ist und mit Pestiziden versaut ist. Ich will jetzt keine Firmen nennen, aber in großen Supermärkten, da wird da nicht so drauf geachtet. Deswegen geht immer zu denjenigen, denen ihr vertraut, und kauft da eure Lebensmittel. Denn nur ein gutes Lebensmittel kann auch nur von einem guten Produzenten kommen. Und wir wollen uns doch alle heute nicht mehr verarschen lassen. Da hat doch keiner mehr Lust drauf. Deswegen sucht euch einen Bauer aus, wo ihr euer Geflügel bekommt, wo ihr euer Fleisch kauft, und nicht in der eingeschweißten Verpackung im Supermarktregal. Das sieht immer alles toll aus. Ja, und gewisses Licht bringt das auch in ein anderes Licht sozusagen oder ein anderes Leuchten. Lasst da doch einfach die Finger davon. Esst weniger Fleisch, bezahlt ein bisschen mehr dafür. Der Bauer wird es euch danken, euer Nachbar wird es euch danken, wenn er irgendwie in dieser Branche tätig ist. Und es ist für euch selbst auch immer ein gutes Gefühl, regional einzukaufen. So, unsere Kartoffel kochen. Wir haben ein bisschen Lauch. Wir brauchen noch ein bisschen Kräuter dazu. Wir machen noch ein bisschen Petersilie mit rein. Blattpetersilie, ein bisschen krause Petersilie. So, das können wir noch mal verwenden für unseren Fischfond. Der freut sich. Der ist dann auch gleich soweit. Die 20 Minuten sind gleich um. So, jetzt haben wir hier unseren Fischfond, der hat jetzt leise geköchelt. Da schwimmt unser Fischköpfchen noch drin, seht ihr? Guckt mal hier, hier ist der Zander. So, und jetzt was Besonderes für diejenigen, die wirklich etwas Gutes lieben. Guck mal hier, wenn der Fisch gekocht ist, das sind die Bäckchen. Eine Seite, zweite Seite. Und die sind jetzt genau richtig auf den Punkt geraten, die sind nicht so durch. Guckt euch das mal an hier. So sieht das aus. Jetzt machen wir hier die Haut ein bisschen weg. Das könnte man jetzt in einem Gourmet-Tempel verkaufen, als ganz Besonderes. Aber wir essen das selbst. So, und jetzt geht es schon gleich weiter mit unserem Fischfond. So, wir passieren jetzt den Fischfond ab. Das machen wir jetzt ganz, ganz einfach. Zack, zack. Also mein Kopf war auf jeden Fall warm, das seht ihr, das ist Induktionshitze, das habt ihr das gesehen? Einmal ausschalten und er ist da, und einmal anschalten und es kommt sofort wieder die volle Hitze. Das ist Induktion. So, jetzt haben wir hier alles ausgekocht, und wenn man jetzt wirklich kein Klutschnis ist. Wisst ihr, was ein Klutschnis ist? Wisst ihr bestimmt nicht. Ein Klutschnis ist jemand, der so ein bisschen Etepetete ist. Und wir sind das ja nicht. Wir sind Moselaner, wir sind einfache Menschen. Und man schmeißt sowas jetzt normalerweise in den Mülleimer. Aber wenn man jetzt diesen Sellerie rausnimmt, der so schön gegart ist, und die Mürschen, und macht da ein bisschen einen kleinen Sud dran oder ein bisschen Vinaigrette, sage ich euch, Leute, schmeckt total klasse, oder in einem Salat einfach mitverarbeiten. Man muss sowas nicht wegschmeißen. Wir lassen das jetzt mal so einfach, wie es ist.
Und wenn ich nachher noch ein bisschen Lust auf gutes Gemüse habe, dann nehme ich mir da noch mal was raus. Aber jetzt stellen wir es erstmal weg. Da kommen noch mal unsere Kartoffelchen mit auf den Herd. Ja, das hat jetzt gezogen. Seht ihr, es ist so ein bisschen Brei auch geworden. Ja, ist also schön weich gekocht. Ja, das Anfangsstück nehmen wir mal raus. So, Sauerkraut ist fertig. Kartoffeln sind auch gleich fertig. So, Fischfond reduzieren wir jetzt ein bisschen ein, damit wir den Geschmack und den Wein und das Gemüse, damit wir das in konzentrierter Form bekommen, weil wir brauchen ja nur wenig Soße. Wir müssen jetzt nicht so einen ganz großen Topf voll Soße machen, sondern nur etwas. Jetzt haben wir noch ein klein bisschen Zeit, solange wir hier unser Fischfond reduziert. Die Kartoffeln sind noch nicht ganz gar. Es sind noch ein paar Minütchen. Unser Sauerkraut ist fertig. Wir haben ein bisschen Kräuter vorbereitet. So, dann müssen wir uns gleich mal um unsere Chips hier kümmern. Und Garnituren. Oh, jetzt habe ich gerade noch eine gute Idee. Was man noch zum Zander, was gut zum Zander passt. Und auch gut zum Krevis passt. Kommt mal mit, ich zeige euch was. So. Das ist was Leckeres. Das ist ein Träumchen. Das ist mein Schinken, mein erster Duroc-Schinken vom Duroc-Schwein. Wir haben den Bernd Schording in Gonserath. Der macht für uns die Freilandschweine. Die brauchen noch viel länger, bis sie fertig sind, wie die normalen Schweine. Schaut euch das mal an. Das ist ein Schinken. So muss er aussehen. Im Knochen gereift. Früher hatten wir eine Metzgerei. Und mein Vater war Metzgermeister. Und das eine oder andere habe ich mitgenommen. Die jetzt zum Beispiel auch Wurst machen. Hier könnt ihr mal gucken. Hier hängt auch gerade die Wildsalami vom Wildschwein aus dem Zeltinger und Wehlener Wald. Die hängt jetzt gerade zum Reifen hier. Braucht halt ein bisschen Wärme, gerade in der Umrötungsphase. Und jetzt schneiden wir uns hier so ein paar dünne Scheibchen noch runter und die braten wir dann so ganz klein bisschen in Butter an und legen die oben drauf mit ein paar Zwiebelchen dazu. Was haltet ihr davon? Schmeckt gut, oder? Mal gucken. So, jetzt passen wir natürlich auf, dass wir nicht zu viel Fett wegschneiden, weil das Fett ist ja Geschmacksträger und das ist ja auch einfach lecker. So, jetzt schneiden wir hier so ein bisschen hauchdünn uns das weg. Mmh, oh. Oh. Eingedüscht. Der Schinken ist sehr schön weich von der Konsistenz. Viele sagen ja, er muss ein bisschen fester sein. Aber ich mag das gerade, wenn er so weich ist. Zum Spargel auch hervorragend. Jetzt probieren wir es zum Zander aus. Jetzt schneiden wir uns hier gleich ein paar kleine schöne Stücke von. Und die gehen wir dann ganz kurz, braten wir die an in Butter. Wir kommen jetzt zur Zubereitung des Krevis. Dafür nehmen wir jetzt unsere Kartoffeln, die sind jetzt gar. Die seien wir ab. Wasser raus ist. So, dann Schöpfkelle. Im Prinzip machen wir nichts anderes wie Püree. So, genauso könnt ihr auch zu Hause euer Püree machen. Ist auf jeden Fall besser wie Fanny. Kartoffeln gekocht, Milch dazu, schön Flöckchen Butter mit rein. Jetzt haben wir hier unseren Kürbis und jetzt geben wir dem ein klein bisschen Sahne dazu. Schon mal. Etwas Milch. Und dann mixen wir das Ganze auf. So, da haben wir jetzt einmal unser Kürbis. Fast eine Cremesuppe. Und jetzt machen wir das zusammen. Mit unserem Sauerkraut. Püree dazu. Und dann fangen wir mal an zu rühren. Und mischen das Ganze.
schauen uns dann mal die Konsistenz an. Da dürfen ruhig so ein paar Kürbisstücke mit drin sein, dass man auch sieht, was wir verwendet haben. Seht ihr die Konsistenz? Es wird schon schön cremig. So soll es sein. Das ist ein nicht ganz typischer Kreves, weil er halt jetzt auch die Farbe des Okkaidos annimmt. Aber für euch zu Hause, dann in der Zeit, wo es noch keine Kürbisse gibt, könnt ihr das Ganze auch ohne den Kürbis machen, einfach mit mehr Kartoffel. Alle Kartoffelgerichte für euch zu Hause. Kann man immer gut mit Muskatnuss arbeiten. Ich mache immer gerne einen Schuss Sahne da dran, muss aber nicht sein. Aber dadurch wird der Kreves etwas cremiger. Konsistenz stimmt. So soll er sein. Jetzt geben wir noch ein bisschen Frühlingslauch. Der kann noch ein bisschen mit durchziehen. Dann haben wir auch noch ein schönes Farbspiel dazu. Zum Schluss dann nachher ein bisschen frische Kräuter. So, unser Fischfond ist schon einiges runtergekocht. Ihr seht es hier. Wir sahen reduziert und somit haben wir auch diesen kräftigeren Geschmack, den wir haben möchten. Jetzt geht's an die Fischsoße. Ein Flöckchen Butter dazu. Dann machen wir noch einen Schuss Olivenöl. Ich arbeite sehr gern mit Butter und Olivenöl. Olivenöl ist gesund. Und hat eine antioxidantische Wirkung, sodass man hier im Prinzip gerade im Gesundheitsaspekt sehr gut lebt, wenn man viel Olivenöl zu sich nimmt, Fisch und natürlich Zitrone. Deswegen leben die Italiener auf den Inseln, wo es diese Sachen sehr viel gibt, leben länger wie wir. Wir in Mitteldeutschland essen halt einfach doch gerne und viel zu viel Fleisch. Ja, Wein auch. Wein gehört immer wieder dazu. Auch hier machen wir natürlich bei der Fischsoße wieder Wein dazu. Erstmal Zwiebelchen nochmal angeschwitzt. Ihr seht, es geht immer relativ schnell mit der Induktionshitze. Man muss da wirklich daneben stehen bleiben. So, ablöschen, Weißwein. Während das jetzt nochmal ein bisschen nachköchelt und hier unsere Zwiebelchen einkochen, gehen wir mal über und bereiten das Wurzelgemüse vor und die Kartoffel. Speisestärke zum Backen gleich. Wir haben natürlich hier im Restaurant eine Fritteuse. Jetzt zeige ich euch aber zu Hause, wie man es auch ohne Fritteuse hinbekommt. So, wir geben etwas Öl dazu. Also ruhig, dass es auch ausbacken kann. Also ihr könnt ruhig danach noch ein paar Berliner oder Mäuschen backen damit. Das ist also gar kein Thema. Wir lassen das Ganze heiß werden. So, hier seht ihr schon, es reduziert, es kocht. Jetzt ist fast der Wein wegreduziert. Riecht ihr das? Ah, herrlich, ja? Wenn der Wein am Köcheln ist. So, das Ganze füllen wir jetzt auf mit unserem Fond, mit unserem Fischfond. Oh, man hört schon das Fett. So, jetzt backen wir unsere Süßkartoffel. Schäumt am Anfang immer ganz extrem, logisch. Das Wasser geht raus. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, das Schäumen geht weg und das Rösten kommt. Dann haben wir so ein Tablett vorbereitet, wo wir das dann abtropfen können. Die brauchen jetzt einen Moment, bis sie dann knusprig sind. Und jetzt geht der rote Beta an den Kragen. Um die Garantie zu haben, dass das Ganze knusprig wird, haben wir natürlich hier unsere Kartoffelstärke. Das geht sonst nicht.
So, wir kommen jetzt zur Soße. Hier habe ich gerade noch zwei kleine Lauchstängelchen reingetan. Die brauche ich gleich noch als Garnitur. Die habe ich noch ganz kurz mit abgekocht. Abschrecken. Und dann legen wir die gleich kurz mit am Grill. So, unsere Soße. Ihr seht schon, wie der Fischfond einreduziert ist. Wir geben jetzt Sahne dazu. Die Sahne bewirkt die Cremigkeit in der Soße natürlich, logischerweise, und sehr guten Geschmack. So, dann habe ich Bärlauch, den wollen wir gleich mitverarbeiten in der Soße. Petersilie, Schnittlauch. So, wir kommen jetzt, ihr seht, die Soße ist jetzt immer noch sehr dünn. Wenn ich die jetzt mixe, weil ja kleine Zwiebelchen drin sind, bekommt sie etwas mehr Bindung. Aber wir brauchen doch so ein ganz klein bisschen mehr wie nur das. Nämlich wir haben noch so ein klein bisschen Soßenbinder angerührt. Um da auch eine gewisse Deckung reinzubekommen in die Soße. So, ich sehe schon, könnt ihr euch noch ein bisschen Sahne dazu. Das tut dir gut. Das einmal durchkochen. So, dann probieren wir mal. Die Soße ist sehr gut. Sie hat aber einen sehr hohen Säureanteil im Moment durch unseren Wein. Wir machen jetzt noch ein klein bisschen mehr Sahne dazu, um Süße reinzubekommen. Mixen jetzt mal die Zwiebeln, denn die Zwiebeln haben ja auch Süße. Und dann bekommen wir eine wunderschöne Harmonie. Diese Harmonie ist genauso, wie sie beim Wein sein soll. Süße und Säure in einem ausgewogenen Verhältnis. Das ist der beste Riesling. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier gibt es jetzt unseren Zander. Den tun wir jetzt würzen. Salz. Und Pfeffer. Auf der Rückseite mache ich nur Pfeffer. Auf einer Seite, genau. So. Und Zitrone. Hier geht's weiter mit Mehl. Und dann beginnen wir mit dem Braten. Wir beschweren den Fisch etwas mit einem Gefäß oder was ihr zu Hause da habt. Ich habe jetzt extra sowas hier genommen, damit ihr seht, man kann alles nehmen, für auf den Fisch draufzustellen. Wichtig ist nur, dass irgendwie ein bisschen Gewicht oben drauf ist, damit die Kruste unten auch Kruste wird. Denn das wollen wir hier haben. So, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Nämlich jetzt wird es spannend. Schmeckt es oder schmeckt es nicht? Wie sieht es aus? Ist es uns gelungen? Ist es uns nicht gelungen? Erstmal zu unserem Produkt. Hier seht ihr, wie unser Zander kocht. Hier läuft so ganz langsam jetzt das Eiweiß raus. Und wenn man drauf drückt, seht ihr, er ist sehr weich. Und jetzt ist er glasig, sagen wir dazu. In der Mitte ist er glasig. Bedeutet für mich allerhöchste Zeit, die restlichen Vorbereitungen zu treffen, damit alles auf dem Punkt vorne steht. Und jetzt stellt euch das mal vor, in so einer Restaurantküche. Da kommen auf einmal hunderte von diesen Essen. Oder hunderte nicht, aber 30, 40 Essen auf einmal. Und alles muss auf dem Punkt sein. Das wollen wir jetzt auch erreichen. So, wir nehmen jetzt zum Schluss ein klein bisschen Butter dazu.
legen die oben drauf, damit die Kruste auch einen schönen Buttergeschmack bekommt. Hier haben wir unseren Lauch, den wir ganz kurz ansortiert haben, blanchiert haben. Blanchieren heißt kochen. Und unser Duroc-Schwein vom Bernd Schording. Da brauchen wir jetzt ein klein bisschen Butter noch dazu, dass wir auch das ein bisschen goldgelb hier neben dem Zander braten. Das darf nicht zu scharf braten, Schinken. Der muss nur ganz leicht in Butter geschwenkt sein, genauso wie der Lauch. Der soll eigentlich nur kurz erwärmt sein. Das Ganze wird dann noch mal ganz klein bisschen gewürzt, der Lauch und die Zwiebelchen. Da kommt noch ein klein bisschen Pfeffer dazu bei den Zwiebelchen. Wir brauchen ja kein Salz, weil wir den Speck dazu haben. So, jetzt brutschelt unser Zander wunderschön vor sich her. Wir haben die Soße, ihr seht, die ist auch am Köcheln. Jetzt machen wir was für die Leute, die heute keine Diät machen. Wir machen so ein paar Flöckchen Butter dazu, auch hier bei dem Krevis. Das schmeckt natürlich lecker, kostet alles ein bisschen mehr Geld, aber schmeckt auch alles ein bisschen besser. So, was ist wichtig jetzt? Schaumig. Wir holen uns jetzt eine schöne Soße, machen die schaumig mit dieser Butter. Seht ihr, wie schön luftig die Soße aufschäumt. Jetzt kommen die Kräuter dazu. Wir nehmen den Bärlauch. Wir nehmen Petersilie etwas, aber wenig Petersilie, etwas Schnittlauch, machen ein bisschen von dem Lauchgemüse dazu. Dann habe ich hier die Blattpetersilie und frischen Dill. Es soll ja nicht nur nach Kräuter schmecken, sondern der Riesling ist ja so ein bisschen im Vordergrund. Riesling und Fischfunk. So, ihr seht schon, guck mal, wie schön schaumig die Soße jetzt läuft. Sie riecht auch gut. Zitrone brauchen wir keins mehr dran machen. Als Erfrischung Weißwein brauchen wir auch nicht. Wir gehen über und schauen uns unsere Zwiebelchen an, die jetzt goldgelb gebraten sind. Jetzt kommen wir zum Ende. Die Zwiebelchen abgefüllt. Den Lauch dazu. Unseren Fisch einmal kurz rumgedreht. Guck mal hier, wie schön der gebraten ist. Das ist toll. So ist der genau auf den Punkt. A point, sagen wir dazu. Auf den Punkt gegart. Jetzt seht ihr goldgelb auch oben durch die Butter. Wir erschweren das Ganze noch etwas, indem wir den Fisch aufschneiden. Nämlich dann kommt die große Überraschung. Ist er jetzt wirklich glasig oder ist er nicht glasig? Wir richten an unser Kürbiskrevis. Die Butter schnell noch ein bisschen drunter gehoben. Wir machen jetzt keine Gourmet-Teller. Wir wollen ja was essen. Wir haben Hunger. Wir freuen uns schon die ganze Zeit auf das Essen. Deswegen ein Teller voll. So, sowas nehmen wir auch mal raus. Die Körnchen. Wir haben die Soße. Wir haben den Zander, den wir jetzt hier aufschneiden. So, guck mal hier, das ist glasig, 100%. Also, für euch zu Hause, bestimmt schwierig, wann ist der Fisch denn jetzt wirklich fertig? Ich sag's einfach mal, ungefähr eine Viertelstunde hat er jetzt auf der Grillplatte gelegen. Ihr zu Hause macht natürlich eine Pfanne, nicht jeder hat eine Grillplatte, ihr nehmt eine Pfanne. So, der Krevis steht. Wir richten an. Guck mal hier. Guck mal hier, wie der Saft hier steht. So, dann haben wir hier unseren Lauch. Und wenn ihr zu Hause eure Sachen anrichtet, denkt immer dran, die Gäste wollen warmes Essen haben. So, spielen wir jetzt so ein klein bisschen mit unserem Duroc-Schinken, napieren den etwas. Dann haben wir hier noch ein klein bisschen frische Kräuter dazu. Dill. Die Kombination zwischen dem Speck, dem Kürbis, den Kartoffeln und der Zander, das ist so dieses Moselländische. Deftige Küche, aber trotzdem eine gewisse feine Eleganz drin. Wir haben viele Produkte, die jetzt wirklich dann hier aus der Region sind.
Jetzt schäumen wir noch mal kurz unsere Soße auf. Die Kräuter wirklich immer dann ganz zum Schluss, weil wir wollen ja schöne grüne Kräuter in der Soße haben. Den Schaum erreichen wir durch A, die Sahne und B, durch unsere leckere Butter, die wir jetzt noch dazugegeben haben. Ja, jetzt sind wir schon gleich am Ende. Aber was nützt das beste Essen ohne einen tollen Wein dazu? Eigentlich würde man ja jetzt sagen, wir haben ein rustikales Essen. Da könnte auch ein rustikaler Wein gut dazu passen. Genauso sehe ich das auch. Man kann hier tatsächlich hingehen und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Müller-Thurgau-Flasche zum Beispiel, weil so das darf auch etwas weniger säureruhig haben. Es kann auch ein feinherber Riesling sein, wo die Säure nicht im Vordergrund steht, sondern schön eingebunden ist, so ein Zecherwein. Also ein Trinkwein, der Spaß macht, wo man Lust drauf hat auf das zweite Glas. Das wäre meine Weinempfehlung zu diesem Essen. Schaut es euch an, kocht es zu Hause nach. Auch wenn ihr es nicht so schön vielleicht angerichtet bekommt zu Hause, wie es jetzt hier ist. Ich denke, ihr schafft das, ihr macht einen guten Job zu Hause. Überrascht eure Liebste mit einem tollen Zander mit Gräves, ein Glas Moselwein dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, euer Markus Reis.